So, hallo Leute, herzlich willkommen wieder zum Video. Renault Zoe steht heute wieder auf dem Programm. Ich möchte auch ganz gern zeigen, wie es jetzt aussieht mit dem Laden von der Renault Zoe, wie viel von der Photovoltaik noch runterkommt. Heute geht es speziell um den Oktober und November. Wir hatten im letzten Video den Juni und Juli. Also viel Spaß damit und wir starten. Wir sind jeweils 1000 Kilometer im Monat gefahren. Statt 12 Kilowattstunden auf 100 Kilometer hat die Zoe jetzt 13,4 Kilowattstunden verbraucht. Der Unterschied liegt in den Winterreifen auf der einen Seite und auf der anderen Seite in der Heizung. Insgesamt haben wir jetzt 134 Kilowattstunden pro Monat verbraucht. So, dann lasst uns jetzt mal das elektrische Fahren vergleichen mit den Werten von Juni, Juli. Jetzt im Oktober und November gibt es kein Überschussladen mehr. Das heißt, ich muss die Zoe hier voll kalkulieren mit 24,5 Cent pro Kilowattstunde. 134 Kilowattstunden kosten demzufolge 33 Euro. Wäre ich das jetzt mit meinem Diesel gefahren, mit einem Verbrauch von 6 Liter auf 100 Kilometer und einem Dieselpreis von 1,10 Euro, dann hätte ich dafür 66 Euro bezahlt. Das heißt, 66 Euro minus 33 wäre eine Ersparnis von 33 Euro. Auf der anderen Seite zahle ich natürlich für die Zoe Batteriemiete im jetzigen Tarif 67 Euro. Das heißt, im Oktober und November habe ich jeweils 34 Euro miese gemacht im Monat. Das wird sicher auch im Januar und Februar noch so sein und ich denke, dass es sich dann im März, April wieder umkehrt. Also pro Stunden laden haben wir im Juni, Juli festgestellt, kommen wir etwa 50, 25 bis 30 Kilometer weit. Im November mit Heizung und Winterreifen reduziert sich das auf etwa 20 Kilometer pro Stunde laden. So, also da mache ich nochmal das Fazit und fasse das Ganze nochmal zusammen. Durch die Batteriemiete ist die Renault Zoe im Moment etwas teurer im Verbrauch als mein Diesel. Aber auf der anderen Seite null Emissionen, CO2-Einsparung. Das Ganze macht super Spaß und spätestens im März geht es dann wieder aufwärts. Und da werde ich euch auch wieder im Video berichten, wie da die Ergebnisse sind. Also bis dann. Ciao.